Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, meine Freunde. Und ja, ich lebe noch. Das letzte Video ist ja jetzt auch Ewigkeiten her. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, es war ja Feuerwerksverkauf, Verbot, dann Corona und die ganzen Krisen. Und irgendwie hatte ich nicht mehr so Lust auf Feuerwerk. Ich habe trotzdem gezündet, aber nicht mehr so Bock auf Film und das hat er irgendwie abgenommen. Aber jetzt auf jeden Fall hier ein Paket von mir. Das habe ich bei Pyroland bestellt. Wie man schön hier erkennen kann. Das ist jetzt mittlerweile ein Jahr, 2 Jahre alt die Bestellung. Die ist jetzt angekommen. Genau. Bitte machen wir mal den ganzen Spaß hier auf. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe ein paar schöne Sachen bestellt. Noch zu alten Preisen, Leute. Die Sachen sind jetzt alle teurer geworden. Ich würde sagen, quatschen wir nicht lange rum, machen mal den Spaß hier auf. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich kann dir mal in die Kommentare schreiben, was ihr so die letzten Jahre getrieben habt, wie ihr Silvester verbracht habt. Und was mich auch noch brennend interessieren würde, ob ihr glaubt, dass dieses Jahr der Silvesterverkauf verboten wird oder ob er dieses Jahr erlaubt wird. Also ich bin optimistisch und glaube, dass es alles wieder ganz normal stattfindet, so wie die letzten Jahre. Ja, wo Corona halt. Genau. Oioioi. Oh, geil, okay. Warte mal kurz, ich muss kurz selber schauen, nicht, dass hier irgendwas ist, was ich nicht sehen will. Ja, sehr intelligent auf jeden Fall. Also, so sieht der ganze Spaß hier aus. Okay, ist super, dass die geilen Aufkleber an der Verpackung kleben. Okay, also haben wir hier klassisch die schönen Pyroland-Sticker. Sind auf jeden Fall ganz nett. Genau, aber habe ich schon welche. Dann hier noch die anderen Pyroland-Sticker. Hier das Logo von deiner. Auch ganz nett. Jawohl! Okay, das ist irgendein Quatsch. Dann geht es hier schon los zum ersten Gratis-Artikel. Boah, die Pyroland gönnt ja richtig. Hier richtig im Gönner-Modus. Und zwar die Pyroland Wunderkerzen, Leute. Unfassbar. Das Lustige ist, ich habe gar keine Wunderkerzen mehr. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich mal wieder welche habe. Vor allem für die Damen ist es immer sehr toll. Die freuen sich immer mega drüber. So, oh mein Gott, wie geil. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, okay, saftig. Ihr seht schon auf jeden Fall die geile Double Deck in Blau, was ich hier mir geholt habe. Absolut geiles Teil. Hier einmal in Blau. Die habe ich damals noch für 20 Euro gekauft. Mittlerweile kostet sie die blaue. Ich glaube, weiß gar nicht, im Angebot bei Pyroland, glaube 23 Euro oder so, aber die normalen Double Decks 28 Euro, also 8 Euro teurer geworden. Auf jeden Fall absolut geile Fächerbatterie, Leute. Sollte jeder kennen. Schön, schönes Gerät auf jeden Fall. Also einmal blau. Dann einmal purple. Alter, das wackelt ja voll, wenn ich hier so rumtrampel, lol. Ich bin fett geworden, Leute. genau, einmal purple hier. Für die, die kein Englisch können. Dann einmal in Red. Das ist, oh Gott, ein bisschen eingedellt, der Karton. Genau. Und dann einmal nochmal in Purple. Ist auf jeden Fall ein richtig geiles Teil. Habe ich viermal. Jetzt sieht man es gar nicht. Ich glaube, ich werde da welche aufheben. Alle werden nicht zünden, weil die sind echt mega fett, die Dinger. Dann machen wir mal weiter. Leute, das haben wir so verpackt, okay. Das ist ja super. Junge, Junge, machen wir mal was anderes auf. Und zwar einmal hier eine Batterie, eine kleine Batterie. Der Name ist einfach so geil, ohne Witz. Der Mettwurst-Spatz. Keine Ahnung, wie man auf so ein Logo kommt. Die kleine Batterie. Bin ich auch mal gespannt, wie die ist. Keine Ahnung. Hab ich auch mal mitgenommen. Sieht aber gar nicht so klein aus, also ist relativ hoch. So, hier ein tolles. Ja, ganz wichtig. Und zwar Tape Match von Nico Feuerwerk fürs Verleiten.
Ja, brauche ich eigentlich nicht mehr, weil ich eigentlich nicht mehr so groß Vollwerk verleiht. Beziehungsweise für dieses Teil brauche ich auch einige Batterien. Und wie man jetzt sieht, ich habe jetzt gar nicht mehr so viele Batterien. Also ich habe wirklich kaum Vollwerk mehr, Leute. Kein Spaß. Dann habe ich hier zweimal Dickboards. Auch richtig geile Teile. Auf jeden Fall aufpassen bei der Zündung. Nicht in der Hand halten direkt, also legt es direkt auf den Boden und zündet es dann an oder so, macht damit keinen Quatsch. Weil die Dinger sind echt übel krass, haben eine krasse Ausbreitung. Dann auch ein Klassiker hier, Moskitos, auch immer richtig geil. Machen auch mega Laune. Genau. Und ein richtig geiler Artikel, holt euch unbedingt dieses Ding, wenn ihr eure Nachbarn nerven wollt. Die 10er Knetterton XL. Ey, das sind solche kranke Teile, die haben so eine krasse Brennhaut, das ist unfassbar. Mal auf den passen. Also die brennen wirklich, ich glaube, 2-3 Minuten, ist sogar noch länger. Die machen die ganze Zeit so Crackling-Geräusche. Genau, haben mich übel überzeugt, hier sind sie. Die sind eigentlich echt nicht fett, das sind nur so runde Dinger. Die sind so wild. Hier 100 Gramm. 100 Gramm sind da drin. Ja, auf jeden Fall wilde Teile. Mal übel Laune. So, haben wir noch auch was Saftiges, und zwar einmal ein Bengalo 180, also 3 Minuten Bengalo, genau, Killer, keine Ahnung, bin ich auch mal gespannt, ist auch immer geil. Und jetzt hier dieser geile Artikel, der ist super verpraktisch, ich meine, das wäre irgendeine Bombe oder so. So. Sind einzeln oder was? Nee. Okay, stark. Und zwar hier auch richtig schöner Artikel. Power Smoke von Pureland Collection. Das ist so Rauchdinger, verschiedene Farben. Auch richtig geil, kann man auch einiges damit machen. Ich würde sagen, komm, ich rück mal kurz alles hier rein. Das hat so eine schöne Gesamtübersicht von dem ganzen Hasen. War jetzt nicht viel. Ihr könnt auch gerne mal in den Kommentaren raten, wie viel oder wie teuer der Spaß war. Kleiner Tipp, über 100 Euro und unter 200 Euro. Ich glaube nicht allzu schwer. Schade, dass ich damals nicht mehr bestellt habe. Weil da war ja, wie schon gesagt, alles günstiger. Das hätte sich schon gelohnt. So. Perfekt. Also, das ist meine Ausbeute. Nicht allzu viel. Ich hatte mir noch von einem Kumpel. Oh Gott, ich dachte, das Video läuft nicht. Ich werde mir noch von dem Kumpel einen Verbund abkaufen für 60 Euro. Da gibt es noch einen saftigen Verbund. Und das ist dann mein Silvesterfeuerwerk. Ich habe noch ein bisschen was Kleinzeug, aber jetzt Batterien und so habe ich wirklich gar nichts mehr. Das ist wirklich echt alles, was ich habe eigentlich. Der Grund, warum ich das jetzt unter einem Jahr geliefert bekommen habe, das ist ja eigentlich K2, das darf man unter einem Jahr nicht, also wird unter einem Jahr nicht geliefert. Das liegt am Gewerbeschein. Also wenn ihr einen Gewerbeschein habt bei Pureland, dann könnt ihr da auch unter einem Jahr Feuerwerk von der Kategorie 2 bestellen. Sonst nur Jugendfeuerwerk. Nur dass ihr Bescheid wisst. Also das kriegt man normal nicht unter einem Jahr. Auf jeden Fall danke an Pureland, dass das Ganze geklappt hat. Ich dachte schon, das kommt gar nicht mehr an. Ich habe da schon dreimal angerufen und so. Die sind, glaube ich, ein bisschen mies überfordert, der ganzen Situation. Und ja, genau. So, zu der Frage, ob in Zukunft mehr Videos kommen. Ich werde das je nach Lust und Laune machen, Leute. Ich kann es echt nicht sagen. Vielleicht kommt ein Einkaufstour, wenn ich Bock drauf habe. Ich weiß es leider nicht. Danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder meine Stimme zu hören. Und ja, ich hoffe, Silvester findet dieses Jahr wieder ganz normal statt, so wie die letzten Jahre vor den Corona-Jahren. Und da würde ich sagen, eine schöne Vorfreudezeit euch, Leute. Und wir sehen uns dann irgendwann wieder. Bis dann. Ciao.